Liebe Kunden, liebe Freunde und liebe Interessenten der Golden Lake Estates, herzlich willkommen bei uns in Cape Breton. Es ist Ende Dezember und es ist ein wunderbarer Wintertag hier bei uns. Wir hatten pünktlich zu Weihnachten ein wenig Schnee, sodass wir in diesem Jahr weiße Weihnachten feiern durften. Ja, und wir haben den schönen Tag heute hier genutzt, um mal wieder einen Ausflug zu unserer West Bay Hills Erschließung zu machen. Viele von Ihnen kennen diese Erschließung bereits. Wir sind gerade mitten in der zweiten Phase und wir stehen im Moment ja auf dem Teil, der einmal die Erschließung Straße werden wird. Es wurde noch vor Weihnachten gerodet hier und ja, im Frühjahr wird dann auch die Straße hier gebaut werden. Wir möchten Ihnen heute einfach mal zwei Grundstücke ganz konkret vorstellen, nämlich das Lot 13 und das Lot 14. Das Lot 13 sieht man hier gerade schon im Hintergrund. Wir stehen nämlich direkt an der Grenze zu Lot 13 und werden Sie jetzt einfach mitnehmen auf einen kurzen Spaziergang rund um diese beiden Grundstücke, Lot 13 und Lot 14 in unserer West Bay Hills Erschließung. Wir stehen jetzt gerade an der Grenze Lot 13 zu Lot 14 und das, was Sie hier im Bild sehen, ist der Vermessungspin. Wie Sie es von uns gewohnt sind, sind auch die Grundstücke der zweiten Phase der West Bay Hills Erschließung selbstverständlich vermessen und für eine Bebaubarkeit bereits ja, genehmigt. Und ich nehme Sie jetzt einfach ein paar Schritte mit hier entlang der Grenze von Lot 13, entlang der Erschließungsstraße und versuche Ihnen ein wenig den möglichen Ausblick zu zeigen. Der Vorteil an einer Grundstücksbegehung im Winter ist, dass wir keine Blätter an den Bäumen haben und damit einfach durch die Bäume ein wenig durchschauen können. Das Lot 13 hat eine Größe von knapp über 9200 Quadratmetern und hat ein sanftes Gefälle. Und dadurch, dass wir hier einen jungen Baumbestand haben, ja, kann man tatsächlich die mögliche Aussicht auch schon sehr, sehr gut erahnen und kann sich schon sehr, sehr gut vorstellen, wie man hier vielleicht bauen könnte und wie man hier vielleicht ja, abends auf seiner Terrasse sitzen könnte und diesen wunderbaren Ausblick genießen könnte. Man sieht zum einen ganz, ganz wunderbar über die West Bay, eine Bucht des Brador Lake, der im Sommer hier auch sehr genutzt wird für Wassersport aller Art, allerdings nicht überlaufen. Man hat trotzdem hier seine Ruhe sozusagen. Man sieht auf die gegenüberliegenden Berge der Marble Mountain und gerade auch im Herbst bietet das einen wunderbaren Ausblick. Ich gehe einfach gerade mal ein paar Schritte mitten durch das Grundstück, damit Sie ein wenig erahnen können, ja, was Sie hier erwarten könnte in unserem Lot 13. Wir sind ein wenig weitergegangen im Grundstück und diese orangefarbenen Bänder, die man vielleicht im Hintergrund erkennen kann, das zeichnet die Grenze zu Lot 12. Und wir gehen aber nach wie vor noch im Grundstück Lot 13 ein wenig weiter und wir können uns an der schönen Aussicht hier selbst kaum satt sehen. Es ist wunderbar, ein herrlicher Tag heute und man sieht nicht nur unglaublich weit über den See, über den Brador Lake hier, wie man ganz gut erkennen kann, sondern eben man hat einen unglaublichen Weitblick auch ja, auf die gegenüberliegenden Berge, auf die Marble Mountain. Man sieht hier im Hintergrund den kleinen Ort West Bay bzw. einen Teil des Ortes und ich gehe einfach hier ja, ein wenig im Grundstück entlang und nehme Sie weiter. Sie sehen, was ich gemeint habe. Der Vorteil ist tatsächlich dadurch, dass es ein wenig gerodet wurde, dadurch, dass wir hier einen etwas jungen, niedrigeren Baumbestand haben wir eine traumhafte Aussicht von hier oben und ja, es gefällt uns selbst so gut, dass wir immer wieder gern zu einem Spaziergang auch hier oben unterwegs sind. Das Lot 13 hat rund 30 Meter Straßenanstoß, ja, und öffnet sich dann
wenn man weiter ins Grundstück hineingeht. Wir werden immer wieder gefragt, ja, wo wäre denn der Bauplatz? Das Schöne ist, es gibt keinen vorgeschriebenen Bauplatz, sondern man kann sich den Bauplatz selbst aussuchen. Wir stehen hier jetzt gerade auf einem der möglichen Bauplätze und der Vorteil an diesen Grundstücken ist, da sie ein leichtes Gefälle haben, kann man wunderbar eine Abwasseranlage installieren und sich das Gefälle zunutze machen. Und man könnte sich jetzt durchaus vorstellen, dass man ja hier sein Haus hinstellen könnte, vielleicht sogar noch etwas erhöht und hat dann diesen Traumausblick. Man hat seine Terrasse, man könnte unterhalb die Abwasseranlage installieren und natürlich sich einen wunderbaren Garten anlegen. Wir befinden uns jetzt an der linken, ja, auf der linken Seite des Lot 13 in Richtung Lot 14 und vielleicht auch noch mal ein paar kurze Informationen zur Umgebung. Ja, wir sind hier nur knapp 20 Minuten vom nächstgrößeren Ort, Port Hawkesbury, entfernt, in dem es alle Einkaufsmöglichkeiten gibt, in dem es die Schulen gibt, Freizeitmöglichkeiten, Restaurants und Ähnliches. Wir selbst, die Golden Lake Estates, wir sind auch nur rund 15 Minuten entfernt. Und was das Schöne ist, man ist hier in nur wenigen Minuten direkt am See. Es gibt hier unzählige öffentliche Strände. Ja, und in nur 5 Minuten Entfernung sind Sie dann auch schon im Dundee Resort. Das ist ein Golfclub mit Restaurant, mit Freizeitmöglichkeiten, mit Schwimmplatz, mit Minigolfanlage und natürlich mit Golfplatz. Sie sehen also, die Infrastruktur, die Annehmlichkeiten des täglichen Lebens sind von hier aus sehr, sehr gut zu erreichen. Was wir finden, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und was wir auch sehr oft gefragt werden, ob man dann nicht hier ab vom Schuss wäre. Nein, es ist alles gut zu erreichen und das ist was, was uns von der Golden Lake Estates ebenfalls immer ganz wichtig ist. Wir sind jetzt wieder zurückgegangen an die Grenze zwischen Lot 13 und Lot 14 und man sieht hier den gerodeten Teil auf der rechten Seite, was künftig die Erschließungsstraße geben soll. Und weshalb ich Ihnen das nochmal zeigen wollte, das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sich für ein Grundstück entscheidet, die Frage, kann ich denn mein Grundstück erreichen? Wie kann ich denn mein Grundstück erreichen? Denn auch das ist nicht immer selbstverständlich. Bei uns ja, denn der Zugang wird gewährleistet durch eine neu gebaute Erschließungsstraße, über die das einzelne Grundstück natürlich auch ein eingetragenes Wegerecht hat. Also auch das ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und jetzt gehen wir mal ein Stück der Grenze entlang. Und zwar auf der linken Seite das Lot 14 und auf der rechten Seite das Lot 13, das wir gerade schon ein wenig näher betrachtet haben. Das Lot 14 auf der linken Seite ist eines der größten Grundstücke hier in dieser Erschließung. Mit über 12.500 Quadratmetern. Auch das hat eine wunderbare Aussicht über den See, was wir gleich noch sehen werden. Und wie wir finden, das Lot 14 ist hervorragend geeignet durch Autarkie, da es nämlich im unteren Bereich eine sehr, sehr große Fläche hat, die ebenfalls nur mit einem sehr jungen Baumbestand bewaldet ist und somit sich relativ einfach für eine Bewirtschaftung vorbereiten lässt. Also das war unser erster Gedanke für das Lot 14, dass man hier tatsächlich auch Autarkie leben könnte. Und ich gehe gerade mal hier an der Stelle, ist es ein bisschen lichter, ein wenig ins Grundstück hinein. Und man sieht hier einen sehr jungen, gesunden Mischwaldbestand. Hier eine kleine Kiefer vor uns, aber auch junge Ahornbäume, junge Birkenbäume, die natürlich ihre Größe irgendwann erreichen werden. Aber auch von Lot 14 hat man einen unglaublich schönen Blick über den See. So, wir sind jetzt hier wieder an der Grenzschneise entlang, links immer noch das Lot 14, rechts das Lot 13 und wie man hier, glaube ich, ganz gut erkennen kann, unsere Vermesser, damit sie vermessen können, machen hier immer kleine Schneisen durch und markieren die Grenzen dann auch gut ersichtlich mit den bunten Bändern, sodass das auf jeden Fall auch gut nachvollziehbar ist und was auch ganz interessant ist, da kommen wir jetzt gleich zu, auch an jeder Stelle, an der die Grenze sich ändert, einen
Knick macht oder Ähnliches, sind wieder Grenzpunkte im Boden verankert. Übrigens sind diese Grenzpunkte mit ihren exakten GPS-Koordinaten selbstverständlich auch auf den Vermessungsplänen markiert, auf den Vermessungsplänen hinterlegt, diese dann im Grundbuch eingetragen werden, sodass es jederzeit auch nachvollziehbar ist. Hier sieht man jetzt den Vermessungspin. Denn hier macht unsere Grenze jetzt einen leichten Knick nach rechts und ja, wir sind immer noch im Lot 14, Lot 13 unterwegs für Sie. Wir sind jetzt in das Lot 14 reingegangen und gehen hier jetzt einfach mal quer durch das Grundstück durch. Man sieht jetzt vor uns den großen Teil dieses Grundstückes, der aus unserer Sicht hervorragend auch für eine Autarkie geeignet ist. Wir haben in dem Grundstück so viel Platz, dass man nicht nur sein Wohnhaus bauen kann, sondern auch noch ausreichend Platz hat für eine Garage, für ein großes Gewächshaus, ein kleines Gewächshaus, für Hochbeete, für ein Hühnerhaus und alles, ja, was man sich nur unter dem Begriff Selbstversorgung hier vorstellen kann. Übrigens werden wir auch oft gefragt, ja, kann man denn Grundstücke auch zusammenlegen? Der Gedanke kam uns jetzt gerade hier bei unserem Spaziergang. Wenn man zum Beispiel mit der Familie oder mit Freunden gemeinsam etwas machen möchte, dann wäre beispielsweise eine Kombination aus Lot 13 und Lot 14 eine wunderbare Idee. Man könnte in der Mitte zwischen den beiden Grundstücken eine gemeinsame Einfahrt machen und sich dadurch natürlich auch einiges an Kosten sparen. Jeder zweigt dann in sein eigenes Grundstück ab und ja, gemeinsam macht es dann doch noch viel mehr Spaß wie jeder alleine. Und man kann ja die Grundstücke hier sich anlegen, dann wie man möchte und gemeinsam genießen. Das Lot 14 steigt übrigens dann in Richtung Grenze zur Lot 15 noch mal ein wenig an. Und hier stehen wir gerade und man sieht jetzt vor uns ganz wunderbar das Lot 14 und im Hintergrund das Lot 13. Und ich schwenke hier gerade auch noch mal, denn man kann auch im Hintergrund den See, glaube ich, noch ganz gut erkennen. Ich zoome auch mal rein, damit man es vielleicht ein wenig besser sehen kann. Das war unser heutiger Ausflug in die West Bay Hills Erschließung. Wir sind zum Abschluss jetzt gerade noch ein paar Minuten an den nächsten Strand gefahren, denn die Strände sind hier alle öffentlich. Es gibt hier übrigens auch ganz in der Nähe eine öffentliche Bootsslip-Anlage, wo man sein Motorboot zu Wasser lassen kann. Man kann hier natürlich auch wunderbar Kanu oder Kajak fahren, schwimmen gehen oder einfach den Tag am Strand verbringen. Dies ist nur einer der zahlreichen Strände, die es hier ganz in der Nähe der West Bay Hills Erschließung gibt. Ja, wir hoffen Ihnen, der hat unser heutiger Ausflug gefallen. Ihnen haben die Grundstücke Lot 13 und 14 gefallen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wir blenden hier gleich unsere Internetadresse ein, unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch oder über einen netten Kommentar sehr freuen. Und wenn Sie auch künftig keines unserer Videos mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Ja, das war's für heute. Herzliche Grüße aus Cape Breton Island. Bis zum nächsten Mal.